Hallo YouTuber, ich wollte euch gerne kurz etwas zeigen, über das ich gerade gestolpert bin. Ihr kennt ja alle in Offenbarung Kapitel 17 und 18, da geht es um die Hure von Babylon. Und es gibt viele Spekulationen, wer damit gemeint ist. Es scheint sich um eine Stadt zu handeln, es werden sieben Berge erwähnt. Und ja, viele Leute spekulieren, dass sowohl Rom zum Beispiel ist als die Stadt der sieben Hügel bekannt, steht aber auch für Katholizismus und damit indirekt fürs Christentum, eher fürs katholische Christentum. Mekka ist ebenfalls von sieben Bergen umgeben und genauso Jerusalem. Es gibt aber noch weitere Spekulationen, dass damit die USA gemeint sind, weil die USA ist ja ursprünglich ein Einwanderungsland. Ich denke, dass inzwischen wahrscheinlich aus allen Völkern der Welt Menschen in den USA auch leben. Und da es aber explizit um eine Stadt sich zu handeln scheint bei der Hure von Babylon, wird oft New York auch spezifisch genannt. Es ist ja auch der Sitz der Vereinten Nationen. Also ich will da gar nicht in diese Spekulation eintauchen. Es geht aber darum, dass die Hure von Babylon alle Völker verführt und dafür am Ende untergeht. Also so steht es halt in der Bibel, in Offenbarung 17 und 18. Und da gibt es diesen einen Vers, das ist in Offenbarung 18, Vers 23. Ich lese den mal vor, das ist jetzt aus der Neues Leben Bibel. Ist egal, welche Übersetzung euch anschaut, der klingt überall ähnlich. Also es geht darum, dass die Hure von Babylon untergegangen ist. Ist also ein Ereignis, was wahrscheinlich noch in der Zukunft liegen wird. Keine Lampe wird deine finsteren Nächte erhellen und die fröhlichen Stimmen von Braut und Bräutigam wird man nicht mehr vernehmen. Das alles wird geschehen, weil deine Händler die Großen der Erde waren und weil die Völker durch deine Zauberei verführt wurden. Und in den meisten Übersetzungen, das Wort, was ich hier markiert habe, Zauberei, ist in den meisten deutschen Übersetzungen auch genauso übersetzt worden. Da fragt man sich natürlich, also alle Völker der Welt, das klingt schon nach unserer heutigen Zeit, das war in früheren Zeiten so, wie es heute möglich ist, mit der weltweiten Medienöffentlichkeit, das hat es ja früher nie gegeben. Also alle Völker zu verführen, war eigentlich vor 2000 Jahren, als es ungefähr geschrieben wurde, nicht so wirklich denkbar, ist heute natürlich sehr wohl denkbar. Aber Zauberei, welche Art von Zauberei haben wir heutzutage noch, wodurch alle Völker verführt werden? Das ist so ein bisschen, wo man sich so fragt, was soll das sein? Ich selbst lese aber sehr gerne auch die Mengebibel, weil ich finde, dass sie immer eine sehr schöne Sprache verwendet und es auch eine sehr genaue Übersetzung ist. Und dort steht, ich lese jetzt mal den zweiten Teil des Verses vor, denn deine Kaufherren sind die Großen der Erde gewesen und durch deine Giftmischereien sind alle Völker verführt worden. Also Giftmischereien und Zauberei sind für mich zwei komplett verschiedene Dinge. Mit dem einen bringt man Menschen um und das andere ist eher. Ja, da denkt man eher an Magie, an vielleicht Esoterik, solche Dinge. Und da fragt man sich, warum wird dasselbe Wort, was in dem einen mit Zauberei übersetzt wird und in den meisten Übersetzungen mit Zauberei übersetzt wird, hier mit Giftmischereien übersetzt. Also habe ich mal in die Strongs Konkordanz geguckt, was das original hebräische Wort, dass da steht, welches das eigentlich ist, beziehungsweise erstmal hier in eine interlineare Übersetzung. Das heißt, die original hebräischen Wörter findet ihr hier und darunter, ich kenne das jetzt nur mit Englisch zusammen, ich weiß nicht, ob es da in Deutsch gibt es wahrscheinlich auch irgendwo interlineare Bibeln, aber jetzt auch online habe ich nur die englische Übersetzung gefunden. Und da ist dieser selbe Vers, also die original hebräischen Wörter stehen dort und dann Wort für Wort übersetzt die englische Übersetzung. Und Sorcery, also das heißt auch Zauberei, ist genauso hier, ihr seht das markierte Wort Pharmakia ist auch im Englischen mit Zauberei übersetzt. Aber an dem Wort Pharmakia erkennt man sofort, da kommt doch unser heutiges Wort Pharmazie und pharmazeutische Produkte her. Warum wird das mit Zauberei übersetzt? Also habe ich mir in der Konkordanz das Wort selber angeschaut. Das findet ihr hier. Und da steht Pharmakia. Die Verwendung von Medizin, Drogen oder Zauberei. Ja, in früheren Zeiten war es oft so, dass Medizin irgendwie das mit Zauberei vermengt wurde, aber im Grunde ganz eindeutig finde ich, für mich geht es hier um Medizin, um Drogen. Also medizinische Drogen wahrscheinlich eher als Straßendrogen. Und dann macht der Vers plötzlich ganz anders Sinn, dass die Völker durch Pharmazie, durch pharmazeutische Produkte
verführt wurden. Und könnte damit die Corona-Impfung gemeint sein, die ja doch sehr fragwürdig oder umstritten ist? Steht an anderer Stelle auch noch, sie bekehrten sich nicht davon. Was denkt ihr?